Oh, Alter. Komm, nehmen wir noch einen Christoph. Nee, Christoph macht auch keinen Sinn. Alex hat noch 5. Oh, komm, nehmen wir Dennis. Hier kriegt der Elektroball jetzt mal so ein Überladungsgedöns. Machen wir mal hier Donnerblitz. Oh. Das war auch sein letztes Pokémon, ne? Wie kann man so dumm sein? Ich raff's nicht. Das erreicht Level 28. Das ist sehr schön. Huch, verloren. Ja, du bist selbst dran schuld, du Vollidiot. Okay, wir gehen nochmal zurück. Oh, da stand jemand. Ist nach unten? Ja. Und... wo ist die Tür? Da ist die Tür. Gehen wir jetzt erstmal wieder ins Poké-Center. Gibt's hier überhaupt einen Markt? Ich glaube nicht, ne? Es ist sehr merkwürdig, dass es hier keinen Pokémarkt gibt. Oder da stand so ein Heini davor, das kann natürlich auch sein, dass ich das dann nicht mitbekommen habe. Ich bin so müde, das ist unfassbar. Ich weiß nicht warum. Ich habe eigentlich sehr gut geschlafen heute Nacht. So. Ich guck da, glaube ich, heute Abend echt Jackass bei. Ich habe da richtig Bock drauf. Wobei ich nicht so wirklich Bock habe, irgendwie Steve O wieder kotzen zu sehen, weil das ist echt ekelhaft. Da kann jeder andere kann kotzen, aber Steve O, das hört sich immer so ekelhaft an und die übertreibt es immer mit den Geräuschen. Ich denke mal, er kann ja nicht nichts für, dass er halt so extreme Geräusche dabei macht. Aber das ist nicht schön. Ah, und den Bad Grandpa Film wollte ich mir auch mal angucken. Habe ich auch noch nicht gesehen. Obwohl der bestimmt schon seit einem Jahr oder so draußen ist oder noch länger. So, mit die haben wir schon das Vergnügen gehabt. Was ist hier? Kann man das aufschließen oder was? Mist, die Tür geht nur mit dem Türöffner auf. Der Türöffner. Ein Schlüsselchen. Okay. Was ist hier? Ja, mit dir möchte ich nicht reden. Gucken wir erstmal, was hier rechts noch ist. Vielleicht ist hier noch ein Item in diesem Bäumchen. Nein. Auch nicht. Betten. Nix. Tisch, nix. Gut, dann quatschen wir mit ihm hier oben. Endstation bis hierhin und nicht weiter. Bis hierher. Das macht beides Sinn. Team Rocket möchte kämpfen. 4 Stück. Ein Radikal. Macht bestimmt wieder Hyperzahn. Zerfleischt mich damit. Natürlich Hyperzahn. Ich hab's doch gesagt. Es zeckt nicht so übel wie bei anderen. Oh, ja, aber ich möchte ihn jetzt noch töten. Ihn, den Radikal, weil er heißt ja auch Karl. Zubat. Ja, gerne. Pika. Donnerblitz. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich hatte Golbert
Ja, es war Golbert auf jeden Fall. Was ich damals in diesen Burger King oder Mc's, whatever, wie heißen die, Kindermenü-Tüten, wie heißen die Dinger denn? Die heißen nicht Kindertüte. Das ist nicht cool genug. Wie heißt das denn? Oh fuck, ey, mein Gehirn ist so kaputt. Ich weiß nicht warum. Oh. Oh, wie heißt das? Mir fällt es nicht ein. Oh, Dennis erreicht Level 30. Auch im Club der 30er. Mist, der Mutter hat mich verlassen. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Nehmen wir einen Teleporter oder gehen wir ein Treppchen nach oben? Oder wir gehen mal eins nach unten und gucken, wo wir rauskommen. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Okay, das ist dann wohl der zweite. Ein Tragosso. Ich bin dann immer noch überlegen, wie es heißt. Ich weiß es nicht. Ich komme da nicht drauf. Oh, wie? Es hat keine... Ah. Na. Okay, Alex muss her. Alex! Oder Schnee-Alex. Okay, dann mach mal hier deine Hornattacke und zeig sie! Dem doofen Dragosso. Wow. Unser Sozi-Lehrer hat heute in der Schule rumgeschrien. Das war lustig. Also jetzt nicht, weil er sich aufgeregt hat oder so, sondern mein Sozi-Lehrer ist eine richtig coole... Wie sag ich das jetzt am besten? Ein richtig cooler Lehrer ist das. Der ist, glaube ich... Also der ist auf jeden Fall Ende 50, aber der macht so einen geilen Unterricht. Ich habe... Früher habe ich Sozi... Ich habe das in der Realschule gehasst. Ich habe das... In der Berufsschule habe ich das gehasst. Und beim Fachabi habe ich es auch gehasst. Und das ist das erste Mal, dass ich Sozi richtig gerne mag. Wegen diesem Lehrer, weil der macht den Unterricht so geil. Und weil, weiß ich nicht, der hat... Das ist schon ein bisschen länger her, der hatte der... Ah, was war denn da? Auf jeden Fall, weiß ich nicht, der hat dann auf einmal das Fenster aufgerissen und meinte so, wir sollen irgendwas... Genau, wir sollen irgendwas rausschreien, was uns an Deutschland nicht passen würde. Yay, Alex ist Level 31. Erst geht's so schnell mit dem... Und da hat sich irgendwie keiner getraut, weil das halt total behindert ist, dann aus dem Fenster rauszuschreien irgendwie und sagen, was einem an Deutschland nicht passt. Keine Ahnung, man fing da auf einmal an, da aus dem Fenster rauszuschreien. Und dann heute halt, ich weiß nicht mehr, ich weiß, ach man, mein Gehirn ist so scheiße. Auf jeden Fall hat er dann einfach so, und zum Glück waren wir die einzigen noch, die in dem Gebäude drinnen waren. Und ich glaube, wenn wir nicht die einzigen gewesen wären, dann wäre irgendein anderer Lehrer gekommen und hätte gefragt, was da los ist. Weil das war echt so laut. Aber es war lustig. So. Oh, da ist ein Item. Und der sieht nach einem Oberboss aus. Calcium. Oh, das ist doch dieses mega teure Zeug. So, guten Tag. Hahaha. Ha, ha. Du dachtest wohl, ich arbeite für die Silphco. Nee.
Hier arbeitet keiner für die Silvco. Niemand. Gibt's überhaupt nicht, die Firma. So, wechseln wir erstmal. Nee, genau, wir wechseln aufs Fahrrad. Alex muss... Ich will aber nicht ungern Alex nehmen. Obwohl, der Dave könnte eigentlich auch was... Ich bräuchte ein Wasser-Pokémon. Nee, aber Wasser... Oh, Leute. Oh, Mann, ey. Das geht mir so auf den Sack, dass sie immer die Kackfinale benutzen. Das ist die letzte... ein übelster Arschlochzug ist das. Nee, ich habe gerade ein anderes Pokémon einge... Das sieht aus wie... Eine E-Mail von, weiß ich nicht, kann ich nicht lesen. Giftwolke, eine Pupwolke. Selmok wurde besiegt. Feierabend, ich gehe nach Hause. Das ist eine sehr gute Idee. Was ist das hier überhaupt? Das sieht aus wie so Aufnahmenbänders. Okay, dann wären wir hier auch fertig. Oh, quatsch mal mit ihm hier. Du bist ganz schön mutig. Ja, ich bin Ash Ketchum. Beziehungsweise Jule. Radikal. Ach, Leute. Macht gleich auch noch Finale, ne? Natürlich. Was sonst? Und das war's dann mit Dennis. Dann nehmen wir schon. Dann muss ich gleich wohl wieder mal ins Pokécenter. Nee, nur eins nach unten. Ich bin mich gerade am Kratzen, deswegen muss ich mit einer Taste... Mit einer Taste darf ich nur spielen. Oh, dieser Hyperzahn, ne? Der geht mir so auf den Keks. Drecks... Oh, Drecksradikal. Sieht das doch so scheiße aus. Horn. Das müsste gerade mal sein. Arbok. Nö. Das sieht schön aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Entwicklung davor heißt. Also nicht, wie die Entwicklung davor heißt, sondern wie das Anfangs-Pokémon heißt davon. Abra? Ne, Abra ist ein Psycho-Pokémon. Weiß es nicht. Fällt der Name nicht ein. Wie auch schon heute so oft. Ich habe irgendwie nur noch so einen vergammelten Käse als Gehirn. Der ganz viel stinkt. Hört sich die Musik eigentlich in anderen Teilen anders an? Also, dass da mehr Tiefe irgendwie reingebracht wird, jetzt nicht von der Melodie an sich, sondern halt so